Hallo meine Lieben, es ist Review-Tag und das bedeutet, dass ich ganz viele Produkte zugeschickt bekommen habe und ich möchte euch nun darüber erzählen, was ich davon halte, wie gut ich sie finde, ob ich sie euch empfehlen kann oder nicht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, weil es sind ein, zwei Produkte bei, die wirklich interessant sind und lasst uns mal beginnen. Als allererstes muss ich natürlich Rossmann Danke sagen. Danke, dass ihr mir diese ganzen Produkte zugeschickt habt. Ich habe die schon auf Herz und Nieren geprüft, deswegen hat es eine Weile gedauert, bis ich das Video jetzt online stellen kann. Und deshalb fangen wir direkt an, sonst wird das wieder unnötig lang und das wollen wir natürlich nicht. Als erstes möchte ich euch diese zwei Produkte vorstellen. Das sind die Skin Perfection Reihe von L'Oréal Paris. Und hier ist es die Anti-Müdigkeit Augenpflege und die Anti-Müdigkeits Tagespflege. Und ich wollte euch jetzt mal ganz kurz so zusammenfassen, was ich davon halte, wie ich es empfunden habe und ob ich es euch weiterempfehlen kann. Also als erstes soll das Produkt natürlich das können, dass man, obwohl man die Nacht durchgemacht hat, so ist es zumindest beschrieben im Werbeslogan, dass man eben am nächsten Tag aufsteht und eben doch noch wach aussieht. Und das muss ich als Mutter bestätigen. Ich habe auch kurze Nächte, auch wenn es nicht vom Feiern ist, aber das ein oder andere Mal schläft das Kind nicht gut, ist müde oder sonst was. Und ja, da kann ich einfach nur bestätigen, dass ich diese Produktreihe echt gut finde. Also gerade bei der, wir fangen mal mit der Tagespflege an, die kommt in so einem Paket und sieht dann so aus. Und ich muss euch sagen, ich bin positiv überrascht. Ich bin eigentlich so ein Mensch, ich teste nicht gerne neue Produkte im Gesichtspflegebereich aus, weil ich eine ganz schöne Problemhaut habe. Also ich reagiere recht schnell auf Dinge und habe momentan auch ein bisschen mit Unreinheiten zu kämpfen. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Darüber werde ich mal separat ein Video machen, wie meine aktuelle Gesichtsroutine aussieht und wie meine Haut gerade ist und all so eine Sachen. Das kommt in einem extra Video. Aber dennoch war ich hier relativ skeptisch und wusste nicht, na will ich das denn? Und will ich das ausprobieren? Oder, ja, man kennt das ja, ne? Man ist an eine Pflege gewöhnt, man probiert ungern eine neue aus. Aber hier muss ich sagen, war ich positiv überrascht, denn diese Pflege macht wirklich das, was sie sagt, also was sie verspricht. Klar, man kann keine Wunder erwarten, wenn man tagelang durchgemacht hat, dass man die Augenringe und das fahle Gesicht damit wegkriegt, das ist Quatsch. Aber wenn es dann doch mal so nur eine Nacht geht, dass man eben doch relativ ungut geschlafen hat, dann finde ich das doch eine gute Sache. Hier sind auch Lichtschutzfaktor 20 drin, was ich super gut finde. Es sind kleine Mikroperlen drin. Es ist kein Make-up-Ersatz, würde ich behaupten, weil es deckt nicht gut ab. Es nimmt einfach so ein bisschen das Fahle aus dem Gesicht. Sprich, wenn ihr jetzt doch ein bisschen, oh ja, keine roten Wänkchen und so habt und dann doch ein bisschen blass um die Nase seid, dann macht das wirklich einen guten Job und auch für den Alltag, wenn ich eben kein Make-up tragen möchte oder auch nur kurz zur Kita gehe, um einfach frisch auszusehen und nicht so müde und fahl, dann benutze ich das total gerne, kann ich euch nur empfehlen. Also ich mag den Look sogar so gerne, dass ich weder abpuder noch sonst sowas mache. Also das Einzige, was ich mache, wenn ich mal einen Pickel habe, den Pickel abdecken. Also im Alltag benutzt, ist das sozusagen meine Foundation, aka Pflege. Und ich finde es absolut toll. Also am Anfang hat man das Gefühl, okay, es ist doch ein bisschen glänzend im Gesicht. Aber so nach 5 bis 10 Minuten, wenn das Ganze eingezogen ist, hinterlässt es so einen schönen natürlichen Glow. Bei der Farbe muss ich sagen, es passt sich schon meiner Hautfarbe an. So ist es nicht. Aber man muss eine Weile diese Perlen erst verreiben, bis man diese Wirkung hat. Wenn man jetzt nur das Gesicht so eincremt, es gibt ja Menschen, die machen nur so kurz beim Gesichtseincremen, dann ist das definitiv nicht eure Pflege. Die entfaltet erst die Wirkung, wenn man es richtig schön einmassiert hat. Und so rum. Ich kann sie euch einfach nur empfehlen. Ich finde sie wirklich, wirklich gut. Und das erste Produkt, wo ich sage, ja, von der Drogerie, was Gesichtspflege angeht, ja, das möchte ich auch weiter verschenken. Weil das wirklich für jeden Hauttypen, würde ich behaupten, geeignet ist, weil auch wenn man trockene Haut hat, passt das super, man muss sich nicht danach abpudern. Ich denke mal, auch wenn man fettige Haut hat, gut, dann muss man halt vielleicht ein, zwei Stellen mal ein bisschen die T-Zone abpudern. Das ist auch vollkommen in Ordnung und man muss nicht viel machen. Also man ist mit diesem Produkt ready to go, würde ich behaupten. Und ich kann es einfach nur empfehlen. Vielleicht ist es eine Geschenkidee für euch, für andere Leute. Und ebenso die Augencreme. Hier ist es allerdings so, dass die sehr, sehr reichhaltig ist. Also wenn ihr das Problem habt, dass euer Concealer euch in die Fältchen rutscht, dann ein bisschen abpudern danach definitiv, weil sie wirklich sehr reichhaltig ist. Sie färbt auch ein bisschen ein und man kann sie auch super nehmen als Lidschattenbase, ist mir aufgefallen. Also ich mache das gerne vorher drauf, mache mal Lidschatten und mache dann erst unten meinen Concealer drauf, wenn ich eben arbeiten gehe und ein bisschen mehr Abdeckung brauche. Und dann kann ich auch nur sagen, das als Pärchen ist eine super Produktempfehlung für euch. Ich finde, es wirkt, es funktioniert und am besten finde ich einfach die Pflege dahinter, dass da halt auch noch Lichtschutzfaktor drin ist, was zwar viele Foundations mittlerweile auch haben, aber nicht unbedingt in der Drogerie und deswegen finde ich das halt eine gute Sache. So viel zu dem Thema.
Dann, wenn wir schon beim Gesicht sind, möchte ich euch noch zwei Produkte vorstellen, die für mich persönlich jetzt nichts waren, aber bei meinem Freund eigentlich ganz gut funktioniert haben. Die habe ich auch, also das ist eine komplette Rossmann-Review sozusagen, habe ich auch von Rossmann zugeschickt bekommen. Die habe ich aber schon länger hier zu Hause rumliegen. Achso, übrigens, der Duft hier ist super, super angenehm und nicht zu stark, also nicht zu viel Parfüm drin. So, hier bei Nivea ist das diese Cellular Perfect Skin Tagespflege mit Lichtschutzfaktor 15 drauf. Das hier ist eine korrigierende Augenpflege und ich kann sie einfach nur empfehlen. Sie ist wirklich super schön, also ich würde sagen, schon fast identisch mit dieser hier. Nur, dass da der Abdeckungs-, also dieses blaue Augenringe drunter ein bisschen intensiver ist als beim L'Oreal Produkt. Daher würde ich sagen, das, ja, kann ich euch empfehlen, wenn für jeden Hauttypen. Und hier bei dem Nivea ging es mir jetzt so, dass es für mich nicht ausgereicht hat, die Pflegewirkung. Also ich fand das einfach nicht so ausreichend. Das ist der typische Nivea-Duft, wie wir ihn auch sonst kennen. Mein Freund fand die eigentlich ganz gut und bei ihm, er hat auch relativ trockene Haut und halt auch Bart und hier und überhaupt. Da hat das super funktioniert, finde ich. Muss man schauen, ob man allgemein Nivea-Produkte mag, dann kann ich das definitiv empfehlen. Aber für meine Haut hat es nicht gewirkt, da war es definitiv zu wenig. Ja, aber positiv, dass eben auch hier wieder Lichtschutzfaktor drin ist und hier eben für ein strahlendes Aussehen dann doch ein bisschen eine korrigierende Creme für unter den Augen. Das finde ich also super. Hier ist eine ganz normale Tagespflege, hier mit Mikroperlen drin. So, nun kommen wir zu den letzten zwei Produkten, die mir von Rossmann zugeschickt wurden zum Testen. Und zwar sind das die Nivea Pflegespülung, die ja wirklich überall ausverkauft war. Meine Mutter hat die überall gesucht gehabt. Ich hatte sie schon zu Hause liegen zum Probieren, habe ihr aber nichts gesagt, weil ich mir dachte, nee, jetzt muss ich das erstmal testen, bevor ich ihr das empfehle und dann ist es doch Mist. Und die waren auf jeden Fall überall ausverkauft, wochenlang bei uns bei DM, bei Kaufland und so weiter. Es war nirgends zu finden. Ja, dann bei mir auf Arbeit, ein bisschen außerhalb von Berlin, da habe ich sie dann bekommen, da konnte meine Mutter sie sich jetzt mitnehmen. Und was soll ich dazu sagen? Ich finde, es ist eine gute Pflege, ist ein super schöner Duft. Ist der typische für mich Nivea-Duft, ein bisschen, ja, fruchtiger, kann man fruchtiger dazu sagen? Ja doch, ein bisschen fruchtiger würde ich sagen, ein bisschen frischer. Vor allem, ich finde, es ist eine super Pflege an sich und deswegen sind das definitiv Dinge, wenn man eben strapazierte Haare hat oder lange Haare hat, die ständig am Schal und so reiben. Also ich finde, für den Winter ist es eine super Pflege, weil sie sehr reichhaltig ist. Man muss aufpassen, dass man keine fettigen Haare bekommt. Ich habe auch meine Mama gefragt, wie sie die Reihe findet und meine Mutter findet die sehr, sehr gut. Bei ihr fetten die Haare auch nicht nach so schnell. Ich denke aber, Leute, die Probleme damit haben, dass die Haare schnell fetten, könnte das eine zu reichhaltige Pflege sein. Es ist halt ein Reparatursystem mit bei, mit Keratin-Detect. Ich vermute mal, dass Keratin drin ist. Ich werde mal eben nach... Ja, es ist mit Keratin drin, was ich mir eigentlich schon hätte denken können, weil es reduziert auch ein bisschen die Haarschäden, zumindest fühlbar. Ich glaube, wenn Haare kaputt sind, sind sie kaputt, da kann man nichts machen. Aber ich bin der Meinung, dass das ein Produkt ist, was man nehmen kann, wenn man eben doch lange Haare hat. Und lange Haare sind immer strapaziert durch Reibung an einem Schal, durch ständigen Haargummi im Haar und so weiter und so fort. Daher würde ich sagen, ja, ich kann sie euch empfehlen. Ich persönlich kaufe sie mir erstmal nicht nach. Ich mache die jetzt dann noch leer, sobald meine Kopfhaut wieder ein bisschen besser ist. Und werde dann die ganze Sache nochmal von vorne anfangen. Aber für meine Haare an sich war es ein super Produkt. So viel zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Es ist halt super schwer, gerade es waren ja jetzt sehr spezifische Dinge, sprich bei Haaren und bei Gesichtshaut muss man natürlich gucken, was für ein Haut- und Haartyp ist man. Und deswegen ist es schwer zu empfehlen. Ich kann einfach nur sagen, meine Mama zum Beispiel hat relativ schnell fettendes Haar, da hat diese Pflegerei super funktioniert. Bei dem Nivea, da hat es mein Freund super vertragen, ich weniger. Und bei L'Oreal war ich total in love und ich habe auch online gelesen, dass ganz viele diese Reihe super gut fanden. Deswegen ist es ziemlich abhängig davon, was für ein Haut- und Haartyp man ist. Aber ihr könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, für all die anderen auch, wie ihr die Produkte findet, wenn ihr sie zu Hause haben solltet und was für ein Haut- oder Haartyp ihr seid. Das finde ich immer super spannend, darüber zu diskutieren, zu erfahren, okay, derjenige mit trockener Haut fand das und das gut oder das und das nicht gut. Deswegen wäre es super schön, wenn ihr ein bisschen Diskussionen unten in die Kommentare posten würdet, damit ich weiß, wie ihr das findet und was ihr vielleicht auch mir empfehlen könnt. Vielleicht gibt es ja noch andere Sachen, wo ich gesagt habe, das finde ich super und ihr sagt, nee, probier mal das, das ist noch viel, viel besser.
Das wäre natürlich super, wenn ihr da mir ein Feedback hinterlassen würdet. Das war's jetzt erstmal von meiner Review zu meinen Rossmann-Goodies, die ich gestellt bekommen habe. Also ich hoffe, das ist okay für euch, weil wenn ich ein Produkt nicht vertrage, wie jetzt diese Nivea-Reihe, versuche ich das natürlich erstmal jemand anderen zu geben, dass der testet, wie der das findet oder ob seine Haut ganz anders drauf reagiert, als ich jetzt zum Beispiel. Und deswegen dauert es manchmal auch ein bisschen länger, bis ich so eine Review abgeben kann, weil ich euch versuchen möchte, so viele Infos zu geben und so viele Meinungen wie möglich zu geben, sodass ihr auch eventuell was davon habt. Also ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Dass ich natürlich positiv über die Sachen rede, liegt daran, dass ich es eben auch von anderen Leuten testen lasse. Und ich hoffe, das ist okay. Falls ihr irgendwelche Änderungen gerne haben würdet, wie ich dieses Format aufstelle, dann auch damit ab in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir so ein bisschen Feedback da lassen könntet, ob das für euch auch in Ordnung ist, weil das ja ziemlich heiß diskutiert wird auf YouTube. Ist das okay, dass man Sachen zugeschickt bekommt oder nicht? Ich werde dafür ja nicht bezahlen. Ich bekomme es zum Testen und alles andere steht natürlich immer unten in der Infobox drin, wo ihr die Sachen bekommt, ob ich sie zugeschickt bekommen habe, erwähne ich ja auch immer schon gleich. Also ich hoffe, das ist in Ordnung für euch und ihr freut euch trotzdem über die Videos. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ihr könnt mich natürlich gerne abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt oder mir einen Daumen nach oben geben. Ich verabschiede mich für heute und dann sehen wir uns im nächsten Video. Mua!